Museen beherbergen Kunstwerke, die ein Spiegel unserer Zeit sind. Durch die ästhetischen Erfahrungen können wir sozusagen uns mit unserer eigenen Geschichte auseinandersetzen und unserer eigenen Identität. Ich bin Restauratorin im Leopold-Museum. Wenn immer ein Objekt ins Haus kommt, sind wir die Ersten, die beim Auspacken dabei sind und die Werke auf ihren Zustand hin begutachten. Jedes Kunstwerk wird unabhängig vom finanziellen Wert gleich behandelt. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die an so einem wunderschönen Arbeitsplatz ihren täglichen Dienst verrichten können. Ich war lange Zeit Kunst- und Antiquitätenhändler und aus diesem Grund auch sehr an Kunst interessiert. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn man in diesem Haus arbeiten kann und immer wieder an den neuesten Ausstellungen teilhat. Ich bin der Sicherheitschef des Leopold-Museums und meine Aufgabe ist es, für die Sicherheit der Kunstgegenstände und der Besucher zu garantieren. Vor Kunstraub habe ich eigentlich keine Angst, denn da müsste derjenige an mir vorbei. Und das schafft er nicht. Vielfach glauben Besucherinnen, dass eine Ausstellung innerhalb von wenigen Monaten entsteht, aber in den meisten Fällen handelt es sich um Jahre der Vorbereitung. Ich bin Kuratorin am Leopold-Museum und entwerfe, konzipiere Ausstellungen. Zur Vorbereitung einer Ausstellung gehört natürlich auch die relativ detailgenaue Planung einer Hängung. Das heißt, man visualisiert sich schon im Vorhinein, wo kommt welches Werk an welche Wand, in welche Nachbarschaft, zu welchen anderen Werken. Meine Motivation, Ausstellungen zu machen, ist es quasi einem, wenn man so will, einem Diskurs, meinen Teil hinzuzufügen. Eben nicht davon ausgehend, dass es eine letztgültige Erzählung ist. Es ist eine, die ich im Jahr 2021 mache. Im Jahr 2030 wird es eine andere sein. Also ein Museumsshop trägt ja Kunst auch nach außen. Das heißt Postkarte, Passepartout, jegliche Kunstdrucke, die man mitnimmt, nimmt man mit nach Hause, kann sie zu Hause aufhängen und hat somit sein kleines Erinnerungsstück aus dem jeweiligen Museum. Seit 4 Jahren arbeite ich im Leopold-Museum und leite mit einer Kollegin den Shop hier. Und all das hier suchen meine Kollegin und ich aus und fahren auf Messen und kaufen ein und das macht auf jeden Fall viel Spaß. Eine Welt ohne Kunst wird uns sehr viel ärmer machen. Es gibt einfach einen gewissen Sinn, der unser Leben erfüllt und der uns hilft, vielleicht auch besondere Herausforderungen des Daseins zu bewältigen. Ich bin Direktor des Leopold-Museums. Kein Museum kann ohne Fördergelder oder mäzenatisches oder Sponsoring-Tätigkeiten existieren. Insofern braucht es langfristig denkende Kooperationspartner. Die geben eine gewisse Sicherheit und sind unersetzlich.